schön, dass du mit dabei bist. Dieses Video ist jetzt für die von euch, die schon Yoga geübt haben und jetzt schwanger geworden sind in dieser Zeit. Wir freuen uns mit euch und wir zeigen euch, was ihr in der Zeit jetzt gut machen könnt. Es ist wichtig, dass ihr zwar das Mullaband aktiviert, aber dass ihr nicht das Uddiyana Band dazu nehmt, dass ihr den Atem sehr gut fließen lasst, schön Länge macht in der Ujjayi-Atmung. Achtet bitte darauf, nicht zu viel Drehpositionen einzubauen. Wir zeigen nur ganz wenig und wir lassen auf jeden Fall auch die Übungen weg, die von der Kerze weg nach hinten gehen. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche oder euch noch was anderes wünscht, dann könnt ihr mir gerne auch ein Mail schreiben über www.astangavienna.at. Und jetzt wünschen wir euch viel Freude. Die Marietta ist jetzt in der Ausgangsposition, in der Kindposition. Und wir beginnen dort wirklich schön weit. Das heißt, die Knie sind schön offen. Das ist sicher für alle von euch angenehm. Auch für diejenigen, die schon länger jetzt in der Schwangerschaft oder weiter in der Schwangerschaft sind. Wir beginnen hier ein- und auszuatmen. Baut eure Ujjayi-Atmung auf, ganz sanfte Vollatmung, vom Bauch weg über die Brust in die Schulterspitzen. Und von den Schulterspitzen über die Brust wieder zurück, runter zum Nabel, den Atem fließen lassen. Ich fühle mich geborgen und beschützt. Das könnte jetzt ein schönes Mantra sein, das ihr in der Position da mit hineinnehmen könnt. Ich fühle mich geborgen und beschützt. Dann beginnen wir mit dem nächsten Einatmen in einen Vierfußstand hochzukommen langsam. Das heißt, die Hände kommen nach vorne und ihr greift in den Vierfußstand. Im Vierfußstand gehen wir ausatmend langsam zurück und senken auf die Fersen ab. Und einatmend bewegen wir uns nach vorne, so weit, dass die Schultern über den Handflächen sind. Und ausatmend wieder zurück. Einatmend noch einmal nach vorne. Und ausatmend wieder zurück. Jetzt gehen wir in eine Achterschleife hinein, in eine liegende Acht. Ihr könnt gerne dabei die Augen schließen und fühlt diese Achterschleife, die ihr mit eurem Körper macht. Ja? Und ihr geht nur so tief hinein, wie es für euch angenehm ist. Der Beckenboden ist aktiviert und kein Uddiyana Band. Könnt gern die Richtung wechseln. Und der Atem fließt runter, ganz ruhig und gleichmäßig. Sehr schön. Denkt daran, dass der Atem immer vor der Bewegung ist. Und wir kommen dann langsam aus dieser Achterschleife in den Vierfußstand zurück und gehen von da in die V-Stellung hoch mit dem nächsten Ausatmen. Dann schieben wir einatmend wieder nach vorne über die Handflächen und ausatmend Knie, Ferse. Das wiederholen wir noch einmal. Lasst die Finger an dem Platz, wo sie sind. Einatmend nach vorne, schieben langsam, Marietta. Jede Bewegung, die ganze Länge der Bewegung ist langsam. Ja, nicht nur das Ankommen, sondern wiederholt es noch einmal. Versucht die ganze Wegstrecke langsam zu sein. Langsam abzusenken. Ja, sehr gut. Also wir brauchen nichts mehr in Eile zu tun. Einatmend wieder nach vorne schieben und ausatmend in die V-Stellung zurück. Und wir bleiben in der V-Stellung und wir schauen jetzt einmal, ob wir die rechte Hand
heben können, kurz und wieder hinlegen und wieder absenken. Ganz wenig anheben und wieder senken. Ja, genau. Noch einen tiefen Atemzug. Wenn das zu viel ist mit Handheben, dann lass es weg. Mit dem nächsten Einatmen steigt ihr nach vorne in ein paar Schritten. Ausatmen, den Oberkörper schließen. In die Knie gehen. Achtet darauf, dass ihr jetzt wirklich über die Knie hochgeht. Der Oberkörper kommt zuerst, dann hoch. Und ausatmen, die Arme auf die Seite. Und bleibt gleich so breit stehen. Einatmen, Arme anheben. Schultern nach unten ziehen. Ausatmen, über die Knie nach vorne gehen. Wirklich Knie beugen, absenken. Einatmen, öffnen den Oberkörper. Und ausatmen, steigen wir zurück in die V-Stellung. Und schieben von der V-Stellung wieder nach vorne, bis die Schulter über der Handfläche ist und kommen auf Knieferse. Ja, den meisten von euch wird es nicht mehr angenehm sein, runterzugehen in Chaturanga, um in die V-Stellung zu kommen. Das heißt, wir wählen diesen Übergang, schieben uns dann einatmend nach vorne und kommen in die V-Stellung, Marietta. Ihr könnt auch gerne zwischen in der King-Position einen Atemzug bleiben. Und wieder Länge im Atem machen. Ihr könnt ein bisschen jetzt einmal dem Nacken etwas gönnen und ein bisschen rechts, links den Nacken drehen. Ein bisschen den Nacken befreien. Mit dem nächsten Einatmen steigen wir dann nach vorne. In ein paar Schritten wieder breit bleiben mit den Füßen, ausatmen, den Oberkörper schließen, in die Knie gehen, wirklich schön absenken im Becken, einatmen, der Oberkörper öffnen, die Arme kommen hoch und ausatmen, Arme auf die Seite. Beim nächsten Sonnengruß gehen wir auf die Zehenspitzen, einatmen, ein bisschen hochgehen, wenn das noch geht und ausatmen, in die Knie, in die Knie gehen. Genau, schön nach hinten setzen, einatmen, öffnen und ausatmen, nach vorne beugen, einatmen, wieder den Oberkörper öffnen, wirklich Länge machen und ausatmen, zurücksteigen in die V-Stellung. Aus der V-Stellung wählt ihr euren Weg, ja, nach vorne schieben und auf Knie, Ferse. Oder wer da noch ein bisschen vor Knie, Ferse eine Öffnung andeuten will, könnt ihr auch auf die Knie gehen und dann ein bisschen öffnen in eine Kobra im Einatmen und ausatmen, dann in die V-Stellung zurückschieben. Sehr gut. Und wieder ein paar Atemzüge bleiben. Und lasst ein Lächeln in euren Körper fließen, es kommt an. Fühlt dieses Lächeln. Ich atme Stille ein und ich atme Gelassenheit aus. Einen tiefen Atemzug noch. Und mit dem nächsten Einatmen sucht ihr wieder euren Weg nach vorne. Ja, auf keinen Fall für die, die gewohnt waren zu springen, springen. Also das ist jetzt einmal weg in der Schwangerschaft. Wir steigen nach vorne, immer. Mit einem Schritt oder mit mehreren Schritten. Sehr gut. Gut, wir machen einen abgewandelten Sonnengruß. Wir gehen in die Knie, einatmen, Arme anheben. Und ausatmen, steigen wir rechts zurück. Oh, die Marietta geht nach unten, gut. Dann gehen wir nach unten, öffnen und steigen dann rechts zurück. Bleiben da ein bisschen. Heben den Innenarm einmal an. Wir öffnen ein bisschen.
wieder auf Knieferse. Und suchen von dort wieder den Übergang in die V-Stellung. Das kann eben sein, dass ihr direkt von hier in die V-Stellung geht oder diese Cobra-Öffnung macht, aber mit umgeklappten Füßen hinten. Ja, zuerst, genau. Wir atmen zwei Atemzüge in der V-Stellung, bevor wir wieder zurückkommen in die Ausgangsposition. Mit dem nächsten Einatmen steigen wir wieder nach vorne. Ausatmen schließen wir den Oberkörper. Und schön breit steigen wir die Marietta jetzt in die Knie gehen. Denkt immer dran, Oberkörper kommt zuerst. Wir sind in Samasthiti zurück. Und ich zeige euch jetzt die zweite Variante, die ein bisschen einfacher ist auf der anderen Seite. Wieder in die Knie gehen einatmend. Ausatmend steigen wir links zurück. Das heißt, wir suchen den Weg nach hinten. Genau. Wir bleiben in der Position. Einatmen, Arme anheben. Und wir greifen jetzt ausatmend nach unten. Und bringen den Innenarm hoch. Öffnen ein bisschen und steigen zurück. Oder lassen das Innenarm hochbringen auch weg. Und zurücksteigen und wieder euren Weg finden. Über Knieferse oder über die angedeutete hohe Cobra. Sanfte Cobra. Da würde ich dir die Füße noch umgeklappt lassen, Marietta, und dann erst, wenn du zurückgehst, jetzt aufstellen die Zehen und zurück in die V-Stellung. Zwei Atemzüge. Ihr seht, ihr habt da mehrere Varianten bei diesem zweiten Sonnengruß. Sucht euch die, die für euch gut ist. Das ist wirklich sehr unterschiedlich für jeden von euch. Ein Atemzug noch. Und mit dem nächsten Einatmen nach vorne steigen. Ausatmen, den Oberkörper schließen. Schön in die Knie gehen, wenn ihr öffnet. Sehr gut. Und wir sind in Samasthiti zurück. Wir können in die erste Stehposition hineingehen. Wir sind schon breit. Wir öffnen nur mal den Oberkörper im Einatmen und fassen die Zehen. Das sollte für jeden angenehm sein. Vielleicht müsst ihr noch breiter stehen, manche von euch, die schon länger in der Schwangerschaft sind. Wenn es euch leicht schwindelig wird mit dem nach vorne beugen, dann bleibt einfach nur einen Atemzug. Wir bleiben so drei Atemzüge drinnen. Dann einatmen, den Oberkörper öffnen. Ausatmen, die Hände an den Beckenrand bringen, langsam über die Knie hochgehen, in die Knie, Oberkörper öffnet und wir sind wieder in Samasthiti. Und wir öffnen aus der Position gleich in das Dreieck. Einatmen, öffnen in Trikonasana, drehen und ausatmen, gehen wir in die Position. Sanft hineingehen, weniger tiefer gehen, wie ihr das sonst machen würdet. Ja? Legt die Hand wirklich dorthin, wo sie von selber hinfällt. Winkelt das Knie ein bisschen an. Bringt den Nacken in eine entspannte Position. Und dann wechseln wir. Ausatmen, Blick zähe. Das heißt, wir bleiben in jeder Position nicht mehr wie drei Atemzüge. Kommen hoch, drehen. Ferse auf Ferse und sanft hineinsinken. Wenn der Blick nach oben geht, zuerst dann danach den Nacken wirklich Länge geben, das Kinn ein bisschen Richtung Brust ziehen und, der Blick fällt automatisch dann auf die Nasenspitze. Und wir lösen im nächsten Ausatmen die Position auf. Ihr kommt hoch und steigt zurück in die Ausgangsposition. Wir kommen in einen großen Schritt nach rechts im Vasukhanasana, das heißt wir machen weit auf. Der rechte Fuß dreht und beugt. Wir bringen den rechten Arm am Oberschenkel, das Knie ist über dem Knöchel. Der linke Arm geht senkrecht hoch. Das ist genug in der Position. Wer gerne noch ein bisschen sinkt, kann direkt den rechten Arm ein bisschen nach unten ziehen. Und dann haltet ihr den Unterschenkel
oder ihr habt einen Block dabei. Ich werde das auf der anderen Seite dann zeigen. Und dann lösen wir die Position, gehen auf die andere Seite. Langsam hineingehen. Hier kommt immer ein Block. Also das wäre zum Beispiel für jene, die gerne da noch ein bisschen eine Variante wollen, um tiefer zu gehen. Und dann wieder ausatmen, Blick Zehe, einatmend hochkommen. Und wir machen so eine ganz sanfte Drehposition jetzt draus. Das heißt, die Marietta dreht sich in die andere Richtung und sie bringt den linken Arm leicht auf den Oberschenkel und der rechte Arm kann ein bisschen aufdrehen nach oben, wenn das noch angenehm ist. Der Blick kann auch vorne bleiben. Es kann sein, dass es euch angenehm ist, wenn ihr den Blick vorne lasst. Und dann lösen wir die Position und machen das Ganze auf der anderen Seite. Hochkommen langsam. Lasst euch Zeit beim Hineingehen. Ihr müsst auch nicht so tief hineingehen wie die Marietta. Es kann auch weniger tief sein, höher oben. Und eine ganz sanfte Drehung. Vielleicht ist es auch zu viel, zwei, drei Atemzüge zu bleiben, dann bleibt ihr nur einen drinnen. Und dann wieder auflösen im Ausatmen. Einatmen, hochkommen. Und wir sind jetzt in einer Grätsche angekommen. Vielleicht kann die Marietta den Block weggeben wieder. Und aus der Grätschposition gehen wir gleich in eine Position hier hinein, indem wir ausatmen, die Hände am Beckenrand nehmen und uns nach vorne beugen. Ja, es kann auch sein, dass ihr da einen Polster braucht oder vielleicht sogar einen Block, um euch vorne hinzulegen, dass ihr nicht so tief hinein wollt. Ihr solltet nie weitergehen, als wie es für euch angenehm ist. Das ist so ein bisschen die Grundtendenz. Langer, tiefer Atem. Mit dem nächsten Einatmen öffnen wir ein bisschen den Oberkörper, kommen ausatmend mit den Händen an den Beckenrand, gehen in die Knie und schön über die Knie hochkommen. Schiebt nicht euren Polster weg, so wie es die Marietta jetzt gemacht hat. Ja, das ist vielleicht nicht so angenehm. Lasst ihn einfach liegen, wo er liegt. Wieder einatmend Arme anheben, ausatmend die Hände an den Beckenrand. Einatmend öffnen und wir können noch die Zehen fassen. Geht in die Knie, ganz beugen und Zehen fassen und ein bisschen bleiben. Wir bleiben wieder nur zwei Atemzüge, dass es nicht zu viel wird. Die Marietta streckt jetzt die Beine, das müsst ihr nicht machen, ihr könnt gern bleiben mit gebeugten Beinen. Dann einatmen, öffnen den Oberkörper, ausatmen, Hände an den Beckenrand. In die Knie gehen, wirklich das Becken absenken, langsam hochkommen und zurücksteigen in die Ausgangsposition. Ja, nachdem ihr gut geübt seid über das Yoga, habt ihr sicher jetzt auch eine gute Balance. Wir heben das rechte Bein sanft an. Aber wundert euch nicht, wenn es doch ein bisschen anders ist wie vorher. Und im Ausatmen gehen wir in die Schwalbe zurück. Und halten die Schwalbe für zwei Atemzüge. Sehr schön. Das Standbein ein bisschen beugen. Die Arme nutzen für die Balance. Und dann ausatmend wieder absenken nach vorne. Zweite Seite, ein bisschen hochziehen und in die Schwalbe gehen. Und halten. Ihr könnt auch kreativ sein in der Schwalbe, wenn ihr wollt, ein bisschen euch bewegen geht und euch ein bisschen dieses Gefühl der Freiheit spüren lassen, euren Körper. Sehr gut.
gehen in ein Vinyasa. Langsam einatmen, die Arme anheben. Ausatmen, nach vorne beugen. Einatmen, öffnen. Ausatmen, zurücksteigen. Und absenken auf Knie, Ferse. Und wir bleiben wieder ein bisschen in der Kindposition. Beruhigt euren Atem. Dann kommt ihr langsam hoch aus der Position im Einatmen und bringt die Knie ein bisschen näher zusammen auf Schulterbreite und wir heben uns ein bisschen raus im Einatmen und ausatmen, wieder absenken. Nicht zu weit nach hinten öffnen, sondern nur ganz sanft hochgehen. Wieder absenken. Sehr gut. Einmal noch. Und dann fast wieder nach vorne mit den Händen in den Vierfußstand. Wir öffnen den rechten Arm im Einatmen nach oben zur Decke. Und ziehen den rechten Arm dann durch vor dem linken und bringen die Schulter nach unten. Wenn ihr noch drauf liegen könnt auf der Schulter, macht das. Wenn es zu viel ist, bleibt in einer bisschen offeren Position. Lasst den Atem ruhig fließen. Noch ein Atemzug und dann wechseln wir die Seite. Einatmen, öffnen, ausatmen, bleiben, einatmen, den linken Arm anheben und ausatmen, ihn wieder durchziehen. In der Position habt ihr wieder Zeit, ein bisschen ein Lächeln wahrzunehmen oder einen Satz zu sagen, der euch gut tut. So wie es ist, ist es fein. Ich fühle mich geborgen. Und dann löst ihr die Position behutsam wieder auf mit dem nächsten Einatmen. Kommt in die V-Stellung hoch. Und wir wandern aus der V-Stellung Schritt für Schritt durch in Dandasana, in die Sitzposition. Ja, genau. Sehr schön. Wir öffnen ein bisschen die Füße, schulterbreit und bringen die Hände ein bisschen hinter die Hüfte. Oder bringt sie ein bisschen hinter die Hüfte. Schauen wir, was dir angenehmer ist. Ihr könnt auch die Füße aufstellen dabei und dann gehen wir so ein bisschen hoch. Genau, wir heben das Becken an und schieben die Knie ein bisschen nach vor. Den Kopf nicht zu weit zurückgeben und gehen wieder nach unten und das machen wir dreimal. Kinn immer zur Brust geben, wenn ihr ausatmet. Zehen am Boden lassen und dann senken wir wieder ganz ab. Wenn das zu viel ist, dann könntet ihr die Variante machen, wo ihr
bleibst und vielleicht die Zehen nach vorne bringst. Sehr schön. Dann kreuzen wir die Beine in einen Schneidersitz und wir lassen uns nach vorne sinken. Gehen in eine Vorwärtsbeuge hinein, in eine sanfte. Ihr könnt die Stirn ablegen, wenn das möglich ist. Ihr könntet auch was drunter geben unter den Kopf, dass ihr den Kopf ablegen könnt. Wenn das zu viel ist, was die Marietta macht, dann könnte man einen Polster vorn hinlegen oder einen Block. Dann könnt ihr auch ein bisschen länger bleiben. Genau. Oder zwei Blöcke. So wie es ist, ist es gut. Ja, wirklich schauen, dass es euch gut geht dabei, dass ihr die Position findet, die euch angenehm ist. Dann öffnen wir mit dem nächsten Einatmen und suchen uns einen Weg für die nächste Position im Sitzen. Das kann sein, dass ihr die Beine kreuzt und doch noch ein bisschen hochhebt. Das ist sicher möglich, für die, die schon länger geübt haben. Und wir kommen in einen Langsitz. Für manche ist es vielleicht auch noch angenehm, am Beginn der Schwangerschaft auf den Bauch zu rollen. Das kann die Marietta noch zeigen als Übergang. Das heißt, ihr würdet auf den Bauch rollen oder ihr bleibt eben schon auf den Knien. Auch das ist möglich. Und ihr würdet von hier so in eine sanfte Cobra zurück in die V-Stellung kommen. Das ist wirklich nur für die möglich, die schon wirklich länger geübt haben. Und dann kommt ihr aus der V-Stellung nach vorne durch und ihr kommt wieder im Langsitz an. Wir heben das rechte Bein an, also wir stellen das rechte Bein auf, einatmend und ausatmend legen wir es um. Einatmend heben wir die Arme an und ausatmend beugen wir uns nach vorne. Ihr könnt die Unterschenkel fassen oder wo immer ihr jetzt gut hingreifen könnt. Ja, wenn ihr vorher schon viel geübt habt, denkt dran, dass jetzt alles anders ist. Ja, dass auch eure Vorwärtsbeuge anders aussehen wird in der Schwangerschaft. Dass ihr nicht so tief hineingeht wie vorher. Immer sanft annähern eurer Grenze. Dann einatmen, öffnen. Und wir drehen uns von hier ganz wenig auf zur Seite. Das heißt, die rechte Hand geht zum Knie. Oh, in die Richtung. Okay, dann geht die rechte Hand nach hinten. Sehr schön. Ja, auch das ist möglich. Und die linke aufs Knie. So ein ganz sanftes Aufdrehen. Sehr schön. Dann kommen wir wieder zur Mitte zurück im Einatmen. Ausatmen strecken wir das rechte Bein. Stellen das linke Bein auf im Einatmen und legen es ausatmend wieder um. Die Marietta hat einen Polster für diejenigen unter euch, ja, die das brauchen. Also es sollte wirklich so sein, dass das Knie ganz angenehm abgelegt ist, damit die Muskeln da nicht zu unnötig anspannen müssen. Gebt dem Atem Länge. Langes Einatmen, langes Ausatmen. Auch die Schultern sind entspannt und der Nacken ist entspannt. Sehr schön. Noch ein Atemzug. Und dann lösen wir die Position auf. Wir öffnen. Wir suchen unseren Übergang in ein Vinyasa. Ja, das kann sein, dass ihr, wir hatten die Drehung noch dabei. Marietta ist aufmerksam. Wir gehen noch in die Drehung hinein.
Übungen in der Schwangerschaft. Ja, die werden irgendwann dann auch unangenehm und die solltet ihr sofort weglassen, wenn ihr sie nicht mehr wirklich gern macht. Und wenn ihr sie macht, so ganz sanft. Wir kommen zur Mitte zurück. Ja, wir können entweder direkt sitzen bleiben oder wir haben so einen leichten Übergang übers Hochheben. Das kann möglich sein. Oder wir zeigen auch noch einmal das am Bauch rollen. Ja, die eine Variante wäre, dass ihr direkt jetzt auf die Knie kommt und von dort schon genau in die V-Stellung zum Beispiel geht. Oder wir können eben, wie es die Marietta zuerst machen wollte, die ganz nach hinten bringen, die Beine. Das heißt, sie geht nach hinten und legt ab. Das ist nicht jedem angenehm in der Schwangerschaft. Am Anfang vielleicht noch, die Hände sind auf Brusthöhe und eine ganz sanfte Cobra machen. Und dann am besten auch gut über die Knie, also Füße umklappen, über die Knie zurück und hoch in die V-Stellung, sehr gut. Was noch angenehm ist, ist vielleicht jetzt eine Hüftöffnung zu machen. Das heißt, das rechte Bein zu heben und so ein bisschen die Hüfte zu öffnen. Ja, es muss nicht so viel sein wie jetzt bei der Marietta. Also es kann auch viel weniger sein, einfach ein bisschen spielen. Und dann die andere Seite, anderes Bein. Sehr gut. Bisschen aufmachen. Und dann kommen wir zurück in die V-Stellung und von dort auf die Knie. Wir kommen runter auf die Knie, klappen die Füße um. Wir setzen ab auf den Fersen. Wenn ihr nicht direkt auf die Fersen absitzen könnt, könnt ihr einen Polster drunter nehmen. Bringt ihr den Polster hin. Wir nehmen jetzt die Ellbogen und haben eine feine Übung für die Leberkralle. Einatmend Arme anheben und ausatmend absenken. Und beim nächsten Mal bringen wir die Arme auf Schulterhöhe zur Seite und heben uns vom Polster ab. Einatmen, öffnen und ausatmen, wieder zurücksetzen. Und wir wiederholen diese Übung noch zweimal. Jedes Mal beide Übungen hintereinander. Blick bleibt gerade. Beim Hochgehen Kraft über die Oberschenkel. Sehr gut. Und über den Rist bei der zweiten Position hochdrücken. Rist, Oberschenkelmuskulatur aktivieren. Sehr schön. Und dann wieder zurück. Wir kommen aus der Position wieder in die V-Stellung zurück. Das heißt, die Polster, den geben wir weg, bringen uns in den Vierfußstand, kommen in die V-Stellung hoch und kommen aus der V-Stellung noch einmal nach vorne durch in den Langsitz, Schritt für Schritt. Und wir gehen jetzt in eine Kretsche hinein. Du kannst dich auch ein bisschen drehen, Marietta, bis du Platz hast und öffnen in eine Kretsche. Auch da könnt ihr den Block jetzt nach vorne nehmen oder den Polster, um euch ein bisschen abzustützen. Ja, wir gehen in eine sanfte Vorwärtsbeuge hinein. Jeder so weit, wie es für ihn angenehm ist. Ihr lasst den Atem fließen und konzentriert euch gut auf den Fluss des Atems, auf ein langes Einatmen und ein langes Ausatmen. In Ujjayi, der Atem ist hörbar und wird hinten über die Stimmritzen nach oben gebracht. Die Lippen sind weich aufeinander. Noch einen letzten Atemzug. Dann kommt ihr langsam hoch und es kann noch angenehm sein für euch, eine Öffnung zur Seite zu machen. Das heißt, wir beginnen mit einem Arm, öffnen, einatmen, ausatmen, wieder absenken auf den Oberschenkel oder in die Mitte, einatmen, wieder öffnen und ausatmen, wieder absenken. Ihr könnt es gerne noch einmal wiederholen. Könnt auch ein bisschen kreativ sein da in der Möglichkeit, wie ihr öffnet.
das ist natürlich eine Drehposition, die vielleicht irgendwann dann nicht mehr so angenehm ist. Dann lasst sie einfach weg. Ja, dann schieben wir mal den Block zur Seite, kommen zurück auf die Matte in den Langsitz und wir gehen von hier schon jetzt zurück und legen uns nach hinten ab. Schön sanft, sucht über die Seite genau die Möglichkeit, über eine Seitposition in die Rückenlage zu gehen. Und wir beginnen, indem wir die Welle machen. Ja, langsam beginnen, das Becken anzuheben, Wirbel für Wirbel, und wieder abzusenken. Nachdem ihr ja alle schon Yoga geübt habt, ist diese Übung euch sehr vertraut. Wir spannen aber nur den Beckenboden an. Auch da, ihr geht nur so hoch, wie es noch angenehm ist. Ihr könnt die Arme über den Kopf mitnehmen, wenn sich das angenehm anfühlt. Beim Einatmen und beim Ausatmen zurückbringen. Sehr schön. Und wieder sanft ausatmen. Vorne ein letztes Mal. Gut, dann bringen wir die Beine zum Oberkörper, rollen ein bisschen aus, öffnen auch ein bisschen die Knie, damit wir gut Raum haben. Auch da könnt ihr ein bisschen kreativ sein, was angenehm ist, könnt ihr da machen. Und vielleicht ist es sogar angenehm, wenn ihr jetzt ein bisschen geöffnet dann liegen bleiben. Das heißt, dass wir die Füße auf die Matte bringen und mit offenem Becken noch ein bisschen liegen. Und ihr könnt das Mantra in euch fließen lassen. Ich bin voller Vertrauen. Und im Vertrauen, voller Offenheit. Noch einen Atemzug. Dann holt euch die Beine wieder zur Mitte, Knie zusammen, und ihr könnt die Beine ein bisschen hochnehmen. Dieses Schütteln wie ein Käfer kann angenehm sein. Wenn nicht, lasst die Übung aus. Sehr gut. Dann stellen wir die Füße noch einmal ab und wir können unter das Becken jetzt einen Bolster legen. Das heißt, wir machen keine Rückwärtsbeugen, aber was noch denkbar ist, ist einen Bolster drunter zu bringen. Und nur die Beine senkrecht hochzugeben. Und entweder so ein bisschen zu bleiben. Diese Übung könntet ihr natürlich auch gegen eine Wand machen. Das heißt, wenn ihr eine Wand zur Verfügung habt, dann könnt ihr die Beine auch gegen die Wand bringen. Dann lösen wir die Position sanft auf, bringen bitte die Beine nach unten, ziehen sie ein bisschen heran zum Oberkörper, ziehen und dann aufmachen und ganz sanft entweder zur Seite abrollen, ja, das könnte auch sein, dass es nicht mehr angenehm ist nach vorne, sondern dass ihr von den angezogenen Beinen zur Seite rollt und über die Seite euch in eine Shavasana-Position begebt. Sucht euch die, die euch angenehm ist. Wenn ihr einen zweiten Bolster braucht zwischen den Beinen, legt euch einen zweiten Bolster hin. Jetzt könnt ihr den Atem ganz loslassen. Ihr fühlt ihn noch, aber ihr hört ihn nicht mehr. Auch das Mullaband, da wird jetzt ganz entspannt.
Dio Iona Prachodaya.